Was löst dieses Bild in Ihnen aus? Eine Vogelspinne, übrigens lebendig. Ja, diese Situation hier ist für Hunderttausende Deutsche wahrscheinlich der reine Albtraum. Diese Menschen haben Spinnenangst. Insgesamt leiden rund 4 Millionen Deutsche unter Phobien aller Art. Aber das muss nicht sein. Wir zeigen Ihnen Wege gegen Panikattacken und Kindheitstraumata. Lähmende Angst. Jeder kennt das Gefühl. Herzrasen, Zittern, Schwitzen. Bei vielen Menschen ist Angst krankhaft. Ein Horror, der lähmt, zur Panik führt. Ursache sind meist traumatische Erfahrungen, Schocksituationen. Sie können einfach nicht überwunden werden. Weltweit praktizierte Therapie, die Methode der Konfrontation. Nachteil, der Phobiker muss sich seiner Angst stellen. Für viele ist das aber unvorstellbar. Deshalb jetzt als Alternative die Meridian-Energietechnik, kurz MET. Darunter verstehen Fachleute das Wegklopfen der Ängste. Psychologe Rainer Franke wendet sie an. Er ist überzeugt, jeder kann sich selber heilen. Und zwar ganz ohne Konfrontation. Das Besondere und sagen wir mal, genial ist, dass der Patient sich selber beklopfen kann, dass es keine Nebenwirkungen in dem Sinne gibt, sondern er hat entweder einen Sofort-Erfolg, in dem die Angst, die Phobie sofort weg ist und er braucht keinen Strom, kein Rezept, gar nichts. Klingt unglaublich. Echte Therapie oder fauler Zauber? Gemeinsam mit dem Arzt Christian Schulze wollen wir dieser Frage nachgehen. Beim Phobiker gibt es natürlich eine Vielzahl von Symptomen, die ablaufen. Zum einen natürlich ein hohes Beklemmungsgefühl. Es ist alles sehr eng, es ist sehr bedrückend für ihn. Also er bekommt da sehr große Angst und Panik. Die Klopfmethode hat ihren Ursprung in der chinesischen Medizin, basiert auf den Grundlagen der Akupunktur. Danach gibt es mehrere Energiebahnen im Körper, sogenannte Meridiane. Bei Ängsten ist das Energiesystem des Körpers unterbrochen. Werden die Akupunkturpunkte auf den Meridianen beklopft, sollen sich diese Blockaden lösen, die Angst verschwinden. Auch Anja Jung leidet unter einem Trauma. Sie hat eine Zahnarztphobie. Vor 12 Jahren ist sie das letzte Mal behandelt worden. Am liebsten mag man einfach nur wegrennen. Also ich sehe immer, ist irgendwo eine Tür in der Nähe oder habe ich irgendwo die Möglichkeit, ist irgendwo Freiraum, wo ich hin könnte zur Not oder ich kann dann auch nicht still sitzen bleiben, irgendwo im Wartezimmer. Rainer Franke will die Mutter dreier Kinder mit seiner Methode therapieren, Jährigen eine Zahnbehandlung ermöglichen. Unser Allgemeinmediziner misst Anjas Puls vor dem Weg zum Zahnarzt. Das ist eigentlich in Ordnung, im Moment ist er 90. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so, dass es wirklich klappen könnte, nur durch so ein bisschen Klopfen das hinzukriegen. Ne? Jetzt geht es Richtung Praxis. Anja wird zunehmend unruhiger. Ist das eine Aufregung oder eher eine Angst? Anspannung. Anspannung. Ich bin total angespannt. Der Weg zum Behandlungszimmer. Jeder Schritt kostet jetzt Überwindung. Ja, hier schon, ist vorbei. Schon Schluss. Ja. Hier ist einfach Schluss, Stopp. Ne? Geht. Und der Puls ist jetzt bei 132. Der Körper blockiert etwas. Aber das ist schon eine Atmung. Nee, ich fange jetzt auch an, ich werde kribbelig. Ich fange dann, eigentlich möchte ich mich die ganze Zeit jetzt nur bewegen. Und dann, deswegen würde ich jetzt auch gerne wieder zurückgehen, weil hier ist so stehen. Ist so eng. Okay. Ja. Puls 132, etwa die Belastung eines Marathonläufers. Kann die neue Klopftherapie Anja die starken Ängste nehmen? Der Psychologe klopft die Meridiane der 35-Jährigen in einer bestimmten Reihenfolge ab. Meine Anspannung, meine Anspannung. Das Klopfen soll beruhigen. Okay. Wir haben meine Vorschlag, Sie gehen jetzt Richtung Tür, Richtung Behandlungsraum, ja. Gucken, ob das geht. Mhm. Gut. Bis es nicht mehr geht, dann bleiben wir stehen. Vor wenigen Minuten hat es Anja nur bis zur Schwelle des Behandlungszimmers geschafft. Das Ergebnis jetzt? Verblüffend. Können Sie sich vorstellen, sich auf den Stuhl zu setzen? Also? Ja, solange jetzt dann keiner direkt daneben stehen würde oder so. Und tatsächlich, Anja beklopft sich selbst und setzt sich seit 12 Jahren das erste Mal wieder auf einen Behandlungsstuhl. Genau so. Wie ist es jetzt? Eigentlich also, fantastisch. Wenn ich bedenke, also wenn ich sonst beim Zahnarzt sitzen würde, wäre ich jetzt hier schon in Tränen ausgebrochen. Auch unser Arzt bestätigt den Erfolg. Du bist jetzt bei 84. Also ist ich relativ weit runtergegangen. 50 Schläge weniger, der Puls normal. Der nächste Schritt, Konfrontation mit dem Zahnarzt. Wie geht's Ihnen jetzt? Jetzt geht's direkt wieder hoch. Was kommt hoch? Jetzt wird's Angst. Okay, dann nochmal bitte meine Ecke. Rainer Franke beginnt wieder mit dem Klopfen. Er will Anspannung lösen. Meine Angst, meine Angst.
Dann ist es geschafft. Nach 15 Minuten Klopftherapie lässt sich Anja von einem Zahnarzt in den Mund schauen. Und immer wenn die Angst wieder hochkommt, beklopft sich die 35-Jährige selbst. Jetzt geht Anja aufs Ganze, entschließt sich zu einer ersten Zahnbehandlung. Unter ständigem Klopfen der Einstich der Betäubungsspritze. Und selbst das ist jetzt kein Problem mehr. Ich bin total erleichtert. Ah, gut. Ja. Kurz darauf werden bei Anja erste Kariesstellen behandelt. Der Puls bleibt unten. Für alle Beteiligten eine Riesenüberraschung. Mir ist jetzt eine Füllung oben im Zahn gemacht worden und das ist, wäre nie möglich gewesen. Das ist unglaublich. In diesem Falle war es relativ schnell und von daher ist es ein relativ großer und schöner Erfolg gewesen. Anerkennung auch vom Allgemeinmediziner. Man sollte nicht unbedingt auf Teufel komm raus alles in irgendeiner Form beweisen wollen, schulmedizinisch. Letzten Endes, wer heilt oder wer dem Patienten in irgendeiner Form hilft, der hat recht. Unter deutschen Experten ist die Meridian-Energietechnik MET umstritten. Der Verband Deutscher Psychologen empfiehlt die Methode, die Psychotherapeutenkammer dagegen warnt. Wir haben als Bundespsychotherapeutenkammer gegenüber diesen Techniken durchaus Skepsis, weil wissenschaftliche Studien dazu nicht vorliegen. Also die wissenschaftliche Prüfung ist etwas, was wir würden vom Berufsverband Deutscher Psychologen natürlich auch MET empfehlen, weil es eine Methode ist, die inzwischen immer mehr verbreitet, nicht nur ist, sondern auch effektiv und in dem Verfahren auch sehr kostensparend ist.